Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Conquer the World. Ja, wir haben hier schon mal eine Stadt erobert und wir wollen natürlich hier runter und hier alles, diese Inseln hier, Indonesien, Borneo und Australien erobern und müssen dadurch langsam kriegerisch werden. Also, wir haben hier eine Siedlung. Da gehen wir dann hin. Wahrscheinlich ist hier oben keine, also ich habe keine gesehen. Hier ist eine Siedlung. Gehen wir. Mit dem gehen wir dorthin und mit dem dorthin. So, der Diplomat, der bleibt da. Und haben wir nicht noch einen anderen? Ja, für das Mogulreich brauchen wir jetzt noch keinen Diplomaten. Die sind relativ weit weg hier in Indien. Hier. Das reicht schon. Ja. Wir nehmen natürlich das Schiff, um hierhin zu gelangen. Aber vorerst wir haben eben noch keine guten Soldaten. Lassen wir es momentan noch. Wir nerven sie, schwächen sie einfach mal ein bisschen. Und ja, dann werden wir angreifen. Wir werden überall jetzt die Kasernen und so machen. Ja, hat sich ein wenig verbessert. Spanien ist am Anfang immer gut und am Schluss sind sie immer die schlechtesten. Also, was habe ich hier? Rodung. Ja, bauen wir eine Musterunghalle, was? Mal schauen. Musterungshalle. Ja. Dann in Edo. Halle, Sohai. Hier machen wir die Pferde. In Kagoshima machen wir die Bogenschützen. In Hoseng, Hanseong, machen wir da machen wir erstmal Minen. Wir brauchen trotzdem noch ein bisschen Geld. So, der Yari-Samurai. Den machen wir mal. Wie kostet der? 160. Irgendwie sind alle Samurai teurer. Zu euren Diensten. Wessen Zeit ist abgelaufen? Bin auf dem Weg. Mein König. Ja, hier wissen wir leider noch nichts. Wie ihr wünscht. Drüber. Ja, mein König. Benötigt ihr einen Weg? Gehen wir lieber hier hin dann, damit der Samurai, der Ninja ja, sieht, wie erfolgreich er werden kann. Mein König! Ja, natürlich! So, ihr geht mal. Heute gehen wir nicht weiter, mein König! Männer, marschiert! Führen die Armeen zusammen! Zum Schiff. Ja! Segel, mein König! Mein Herr! Und hier. Nichts. Okay. Litauen war bei mir bei Preußen.
am Anfang relativ schlecht und dann wurden sie plötzlich sehr gut und aber sie waren immer meine Verbündeten, das war gut. Sie hatten eigentlich immer Krieg gegen Russland und Timuriden. Ja, mein König. Also haben wir das. Nächste Runde. Ja. Verheiraten lassen. Ja. Schließen uns der Flotte an, mein König. Wie ihr wünscht. Wohin geht es? Ah, die kann man nicht zusammenlegen. Segel setzen. Ja. Werf den Anker. Wir segeln morgen weiter. So, Baubericht, Musterungshalle. Jetzt machen wir hier irgendwo, genau, der Schmied, Ledergerber noch. Und ja. In Edo die Stelle haben wir. Machen wir die ritterlichen Stelle. So, und hier ist noch nichts fertig. Wohin geht es? Ja! Da hat chinesische Infanterie. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ein Ziel bitte. Das ist der muss rein. Das ist zu schwer. China hat nirgends freilaufende Truppen da. Wer ist mein Ziel? Bin auf dem Weg. Ein bisschen schlecht zum trainieren. Das Gold ging nach oben, gut. Ja, er ist schon wieder fertig. Ah, dort ist jetzt eine Truppe. Nochmals verheiraten. Zum Führen bereit. Wieso haben die so... Wieso ist der so schlecht? Riskieren doch das nicht. Ich weise euch den Weg. Ich werde meine Beobachtungen bei Sonnen... Gehen wir mal zum Mönch. Für heute ist meine Reise zu Ende. Bau abgeschlossen, Bogner. Der Yumitori. Was hat er fürs K? 17, 16, 21. Weiter aufrüsten. Okay. Es bleibt so. Wohin geht es? Zurück an Land, Männer! Ja! Mal ein bisschen ausspähen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Die haben wirklich nie etwas. Also wenn die nie etwas haben, dann machen wir doch das hier. Ja. Schauen wir mal. Oh, der hat viel. Wir werden niemals Befehle hören. Deine zum Eure Befehle? Ja. Aufrüsten. Eure Befehle? Mein König! Ja! Marschiert los! Mein Herr, wie ihr wünscht, Kapitän. Heute können wir nicht weiter segeln, so. Kapitän. Und hier rekrutieren können wir nicht. Okay, lassen wir es. Wie kann ich dienen? So, speichern. Japan 4. Und sonst... haben wir eigentlich nichts mehr zu tun in dieser Runde. Wessen Zeit ist abgelaufen? Wohin geht es? Ja, gehe von Bord. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Edle Feind. Oh Mist. Ihr solltet uns fürchten.
Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Und wir laden das nochmals. Dem Untergang unseres Feindes entgegen. Ich wollte ihn nur vertreiben. Nicht mich festsetzen lassen. Also nochmals. Ja. Oh, ein Geschenk. Wohin geht es? Geht sofort von Bord. Wir werden niemals aufgeben. So. Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Baubericht, Ledergerber. Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt. Wir haben sie in der Falle, mein König. Jetzt macht die hier einen Schmied. Wir brauchen sehr gute Nahkämpfer. Und den Edo. Was hatte der? Stelle. Baronenstelle. Ah, jetzt haben wir die Horse Archers. Cavalry. Okay. Ja. Wo ist das andere Schiff? Da. Wohin geht es? Ihr geht hier hin. Ja, Kapitän. Die Horse Archer hier rein. Und die Horse Archer dann Kapitän. Hier raus. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Werf den Anker. Wir segeln morgen weiter. Da hat ja immer noch die Samurai. Nur. Kavallerie. Ist eigentlich gut. Lassen wir es noch. Wir müssten hier ausbilden können, aber momentan leider nicht. Euer Wille geschehe. Und die Mauren und Mamelucken haben ein Bündnis gemacht. Okay. Oh, da ist einer gestorben. So. Mongolischer mein Diplomat. Mein König. 43. Ist nicht so gut. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Wie? Geh mal runter. Ja, mein König. Morgen. Der Spion ist irgendwo hier. Autsch. Ist egal, wir brauchen momentan keinen Spion. Die Minen. Ich könnte es eigentlich wieder neu laden, aber das macht ja das ganze Spiel irgendwie kaputt. Wir machen einen Hafen. Ja, sehr gut. So, aber hier speichern wir nochmal. Ich habe nämlich viel gemerkt, dass die große Überlegenheit viele Verluste verursachen. Aber diesmal nicht. Brauchen wir Gold? Nö. Lol. Wir müssen auf niedrig stellen, weil wir wieder zurück.